Guten Tag, ich bin Tatjana Festerling von Pegida in Dresden. Ich stehe hier in Meißen vor dem Wahlkreisbüro des Bundesinnenministers. Herr de Maizière, in nur einer Nacht, in der Silvesternacht, fliegt Ihnen die gesamte desaströse Asylpolitik um die Ohren. In nur einer Nacht erleben wir enthemmte Gewaltausbrüche und die Vorboten eines Sex-Dschihads, wie wir ihn vom Tahrirplatz in Ägypten im Sommer 2014 kennen. Und was ist Ihre Antwort auf diesen Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf unseren liberalen westlichen Lebensstil, Herr de Maizière? Sie schieben die Schuld auf die Polizei. Eine in Ihrer Amtszeit kaputtgesparte Polizei, für die Sie als Bundesinnenminister und oberster Hüter der inneren Sicherheit in Deutschland verantwortlich sind. Von Ihnen kein Wort der Selbstkritik. Kein Fehlereingeständnis, kein Nachdenken über eigene Versäumnisse. Stattdessen winden Sie sich mit Phrasen aus der Verantwortung und schieben die Schuld auf andere, auf Ihre eigenen Mitarbeiter. Sie verhalten sich wie die Vertreter der Muslimverbände, die nach jeder Gräueltat, nach jedem Attentat, nach jedem Blutrausch mit islamischem Hintergrund immer andere für die Fehler und Untaten der eigenen Leute verantwortlich machen. Herr Bundesinnenminister, wo ist überhaupt der Verfassungsschutz, der Staatsschutz, der Geheimdienst? Warum hat niemand aus Ihrem Verantwortungsbereich vorausgesehen, dass sich bundesweit Asylforderer und migrantische Männer mit nordafrikanischem und arabischem Aussehen derartig organisieren und in einer konzertierten Aktion gemeinsam angreifen können? Wie werden Sie uns, vor allem uns Frauen, vor den dominierenden und entfesselten Männern mit Koran in der Hand schützen? Wie stellen Sie sicher, dass sich hinter dem unregistrierten Flüchtling, dem Refugee aus Tunesien oder dem Schutzsuchenden mit gefälschtem syrischen Pass nicht ein Vergewaltiger, Dschihadisten oder Schwule vom Hochhausstoßer verbergen? Und diesmal lassen wir uns nicht mit Ihren üblichen Zahlenspielchen und Statistiktricksereien abwimmeln, Herr Bundesinnenminister. So wie im Juni in Freital, wo Sie uns in herablassender Arroganz mit hochgerechneten 400.000 Asylbewerbern fürs ganze Jahr 2015 abspeisen wollten. Wie lange wollen Sie untätig bleiben, Herr Bundesinnenminister? Bis wir hier Zustände wie in Schweden haben, die zweithöchste Vergewaltigungsquote der Welt, oder Zustände wie in Aleppo? Nein, wir fordern Antworten und konkretes Handeln von Ihnen, Herr de Maizière. Wir erwarten, dass Sie unverzüglich Konzepte und einen Maßnahmenkatalog vorlegen zur Grenzschließung, zur Abschiebung Hunderttausender Illegaler im Land, zur Erfassung und Internierung von ebenfalls Hunderttausender Unregistrierter mit anschließender Abschiebung Nicht-Asylberechtigter, zu einem sofortigen Kopftuch- und Burka-Verbot, zu einem Verbot der Koranverschenkerei der Salafisten und zur Schließung der unter Beobachtung stehenden Koranschulen und Moscheen bis auf Weiteres. Und wenn Sie nicht mal ansatzweise den politischen Willen zeigen, für die Sicherheit der deutschen Bürger zu sorgen, dann nehmen Sie Ihren Hut. Einen schönen Tag noch.